Nichts verschönert einen gemütlichen Abend mehr als ein Brot mit Erdnussbutter. Und die Jagd nach ein paar Glühwürmchen. Und nichts verdirbt einem den Spaß mehr, als wenn eine seltsame Katze dein Butterbrot frisst. Das war wirklich eine besondere Katze, aber sie musste lernen, dass das nicht ihr Essen ist. Coco wusste nicht, was gerade passiert war. Er wusste nur, dass es auf einmal eklig stank. Ist dir ein Stinktier begegnet? Es ist ungefähr so groß wie eine Katze, hat aber einen buschigeren Schwanz. Und es stinkt. Außerdem ist es nachtaktiv. Nachtaktiv? Oh, das bedeutet, dass es nur nachts herauskommt. Wenn all diese Dinge zutreffen, dann ist es ein Stinktier. Keine Sorge, du wirst nicht für immer schlecht riechen. Mit Tomatensaft bekommt man den Geruch weg. Um nicht noch einmal eingenebelt zu werden, baute Coco ein Stinktier-Verscheuchgerät. Das würde dem Stinktier solche Angst einjagen, dass es sich für immer von ihm fernhalten würde. Ah, das muss ihm Angst gemacht haben. Stinktiere versprühen den Geruch nur, wenn sie Angst haben. Und laute Geräusche machen ihnen Angst. Wenn du ihm wieder begegnen solltest, Coco, lauf schnell hinein und warte, bis es fort ist. Am nächsten Abend brachte Coco Geräte mit, denen er das Stinktier früh genug entdecken wollte. Coco, ich mach dieses Loch dazu. Dort unten wohnt nämlich ein Stinktier. Keine Sorge, im Moment ist es nicht zu Hause. Das hättest du nicht tun sollen. Stinktiere haben Angst vor hellem Licht, weißt du? Nimm am besten ein Bad in Tomatensaft. Alles halb so schlimm. Gut, dass wir morgen in die Stadt zurückfahren. Das war unser letzter Tomatensaft. Als die Nacht zu Ende ging, war das Stinktier müde. Aber es musste feststellen, dass sein Schlafplatz versperrt war. Das hier sah doch nach einem dunklen, gemütlichen Plätzchen aus, um den ganzen Tag zu schlafen. Wo hatte ich gestern nur den Korb hingestellt? Psst. Wir wollen doch die Nachbarn nicht wecken. Doch was schleppte dieser Affe da an? War schon nicht etwas das schmutzig oder stinkig oder unordentlich oder...
Lucky, der kleine Kater, hatte keine Ahnung, was Hector eigentlich war. Er hatte noch nie einen Hund gesehen. Aber ihm gefiel sehr, wie er roch. Ihm gefiel, wie er sich anfühlte. Und besonders gefiel ihm, wie er klang. Nun, im Grunde mochte Lucky alles an Hector. Hector war sich nicht sicher, ob ein würdevoller Dackel einem Kätzchen erlauben sollte, ihm über den Rücken zu laufen. Hector? Gesundheit! Ist das vielleicht dein Kätzchen, Coco? Hector reagiert allergisch auf einige Katzen und auf diese hier ganz besonders. Bitte halte sie von ihm fern. Lucky vermisste Hector schon jetzt. Aber wie konnte Lucky mit ihm zusammen sein, wenn er nicht in seine Nähe kommen durfte? Coco hatte eine Idee. Er könnte Lucky einen perfekten, niesfreien Dackel bauen. Lucky schien es zu gefallen, wie Hector sich anhörte. Aber wie hörte sich Hector denn an? Coco musste etwas finden, das ein Babam-Babam-Babam-Geräusch machte. Und was gefiel Lucky noch an Hector? Lucky fand es schön, wie Hector sich anfühlte. Und jetzt fehlte nicht mehr viel. Und Coco konnte einen Hector basteln. So etwas hatte Lucky noch nie gesehen. Es gefiel ihm, wie es sich anfühlte. Es gefiel ihm, wie es sich anhörte. Aber es gefiel ihm nicht, wie es roch. Nein, das roch nicht wie Hector. Können Sie ihn bis heute Mittag wieder wie neu herrichten? Es ist sehr wichtig. Sie werden ihn bis 2 Uhr haben. So gut wie neu. Was ist das eigentlich? Ein Hut. Es ist ein Hut. Ich brauche ihn für mein Foto. Ohne meinen gelben Hut bin ich nicht. Ich. Gehen Sie nach Hause. Entspannen Sie sich. Ich bringe Ihnen den Hut. Minuten können zu Stunden werden, wenn man darauf wartet, dass man seinen Hut endlich zurückbekommt. Ah, ich muss los zum Joggen. Coco, würdest du hier bleiben, falls der Hut geliefert wird? Ach, und könntest du bitte den Kram da für mich wegwerfen? Heute kommt die Müllabfuhr.
von der Reinigung blitzschnell. Oh! Mann, ich habe dir zu danken. Wenn jeder so einen Affen hätte, wäre ich reich. Der Hut war wieder zu Hause. Alles war bestens. Das war ein komischer Geruch für einen gereinigten Hut. Er roch genau wie Müll. Koko, da darfst du nicht hineinklettern. Ah, wenn du aus Versehen etwas weggeworfen hast, dann wird es unten im Müllcontainer sein. Komm mit. Der Müllschlucker führt zu einem Müllcontainer. Und der wird von der Müllabfuhr ausgeleert. Und genau das geschah in diesem Augenblick. Alles, was du oben in den Müllschlucker wirfst, landet direkt hier. Oh, oh. Hä? Pech gehabt. Der Müllwagen war schon da. Alles ist weg. Dieser Freitag war etwas ganz Besonderes. An diesem Abend fand die Bowling-Meisterschaft statt. Es gab eine Menge guter Bowler. Aber der Mann mit dem gelben Hut war der einzige Teilnehmer, dessen Anfeuerungsteam mit den Füßen applaudierte. Danke, Koko. Aber ich spiele lieber mit meiner Bowlingkugel. Ich treffe sonst zu oft ins Leere. Ja! Ist das nicht genial, Koko? Das war der letzte Wurf in diesem Spiel. Koko liebte Frau Renkens Kugel. Sie war so blank und glänzend und kuhartig. Also, wer hat gewonnen? Ihr beide seid punktgleich. Morgen Abend gibt es also ein Entscheidungsspiel zwischen euch beiden mit nur einem Wurf. Also, ich hatte auf den Mann mit dem gelben Hut. Möchtest du auch mal, Koko? Die hier ist leicht. Ah!
wieder in die Rinne. Immer wenn Coco bohlte, kullerte die Kugel in die Rinne. Ach, du wirst schon noch besser. Das braucht Übung. Wir sehen uns dann in der Endrunde. Und hoffen wir, dass der bessere Bowler gewinnt. Am nächsten Morgen lag die Art von Spannung in der Luft, die nur Bowling erzeugen kann. Weißt du, ich bin wegen des Entscheidungsspiels heute Abend ziemlich nervös. Ach, an mein Glück heute Abend kann ich erst glauben, wenn ich meine Bowlingschuhe gut poliert habe. Rolle, rolle, rolle meine Kugel, roll die Bahn herunter. Wenn polierte Schuhe schon Glück brachten, musste eine polierte Bowlingkugel ja Glück ohne Ende bringen. Coco beschloss, den Mann mit dem gelben Hut zu überraschen, indem er seine Kugel polierte. Das war wirklich die schwerste Bowlingkugel, die es je gegeben hat. Glücklicherweise rollte sie. Unglücklicherweise rollte sie immer weiter. Tatsächlich schienen Bowlingkugeln nicht zu wissen, wann sie besser aufhören sollten zu rollen. Rolle, 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 rolle und 10 auf einen Streich. Wenn die Kugel es bis jetzt nicht nötig gehabt hatte, poliert zu werden, jetzt hatte sie es ganz sicher nötig. Man brauchte nur seine Ohren aufzusperren, um zu hören, dass Betsys Geburtstagsparty in vollem Gange war. Von allen Dingen, die Coco auf der Party sah, hörte, roch und schmeckte, interessierte ihn dieses komische Ding am allermeisten. Es roch verführerisch gut nach Süßigkeiten. Gefällt dir meine Piñata, Coco? Schön, dass sie dir gefällt. Pass auf, wir werden sie jetzt kaputt machen. Das ist ein Spiel. Wer sie zerschlägt, hat gewonnen. Und all die Süßigkeiten, die da drin sind, fallen runter. Möchtest du als Erster? Du musst die Piñata mit dem Schläger treffen. Das war leicht. Warte! Du bist noch nicht fertig. Los, hau so doll zu, wie du kannst. Ja, ja, das du schaffst es. Nicht getroffen. Versuch's nochmal. Oh, Steve, bring das Vogelhäuschen in Sicherheit. Oh, vergiss es. Coco war sicher, dass er diese Piñata endlich getroffen hatte. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt rein und trinken Limonade. Na los, Kinder, kommt alle mit. Ich glaube, Coco schämt sich ein bisschen, weil er den Garten verwüstet hat. Ich glaube, weil er nicht getroffen hat. Könntest du ihn bitten, wieder bei der Party mitzufeiern? Darf ich mich zu dir setzen? Wenn ich reingehe, muss ich nur meine kleine Schwester und ihre kleinen Freunde bedienen.
Weißt du, ich könnte dir zeigen, wie man eine Piñata sicher trifft. Klar, dann habe ich wenigstens einen Grund, hier draußen zu bleiben. Sag mal, Coco, du spielst doch mit Sharky immer Folge dem Anführer, richtig? Spiel es jetzt auch, aber ohne, dass du etwas sehen kannst, klar? Lauf, Taki, du bist der Anführer. Coco kannte diesen Klang. Ja, das ist richtig, lauf! Ha, du musst rausbekommen, wie du es verhindern kannst, gegen Bäume zu laufen. Ohne zu gucken. Hey, möchtest du die Süßigkeiten in der Piñata gewinnen oder nicht? Ich werde uns eine Limonade holen. Wenn ich dir so zusehe, bekomme ich riesigen Durst. Lauf Chucky hinterher, ich komme gleich wieder. Chucky war jetzt leise, also konzentrierte sich Coco aufs Hören. Wenn es etwas gab, das Chucky noch mehr mochte als auszubüchsen, dann war es, Folge dem Anführer zu spielen. Steve hatte recht gehabt. Coco konnte genau feststellen, wo Chucky war. Ich bin echt froh, dass ich nicht da drin sein muss. Für solche Babyspiele bin ich viel zu alt und... Die Stadt ist immer ein Fest für die aufmerksamen Augen eines kleinen Affen. Und heute Morgen betrachtete sich Coco die auffallend farbigen Schilder. Wow, das ist ein ziemlich furchterregendes Plakat. Hm? Hey, hallo Steve. Ach, du arbeitest hier. Nein, ich wechsle nur die Plakate aus, wenn neue Filme kommen. Und zur Belohnung darf ich die alten behalten. Ich habe schon eine riesige Sammlung. Ich wette, ich halte den Monster-Poster-Rekord. Möchtest du sie sehen? Komm mit. Na dann, viel Spaß. Wir treffen uns später. Etwas zu sammeln ist toll und man hat seine Lieblingssachen immer um sich herum. In diesem Moment entschied Coco, dass er zwei Dinge tun musste. Erstens, selbst eine Sammlung seiner Lieblingssachen anzulegen. Und zweitens, aufzuhören, sich zu drehen. Auf dem Nachhauseweg versuchte Coco, sich zu entscheiden, welche seiner Lieblingsdinge er sammeln wollte. Er könnte tolle Schilder sammeln, so wie dieser Mann. Also machte er sich auf den Weg und hielt nach den schönsten Schildern der Stadt Ausschau. Leider war eines seiner Lieblingsschilder zu groß, um es mit nach Hause zu nehmen.
Dass die Tiere hier für ihr Futter arbeiten müssen. Coco hatte ein Schild dabei, das Hector gefallen könnte. Ein klug aussehender Hund hinter einem leuchtend roten Strich. Hector freute sich über das Schild. Aber nicht sehr lange. Tut mir leid, Freundchen, aber hier drin ist Hundeverbot. Nach einem guten Essen gibt es nichts, was ein Affe lieber täte, als eine Partie Jag die wilde Gans zu spielen. Ja, meinst du? Ah, Coccolino. Bitte drück mir die Daumen, Coco. Ich habe heute das bedeutendste, wichtigste Treffen aller Zeiten. Du bist dran, Coco. Na los. Eigentlich war Würfeln sogar besser als ein guter Nachtisch. Drei. Nein, das ist nicht ganz richtig. Du musst ein Feld weiterrücken. Coco freute sich, wenn er Gänse sammeln konnte. Aber er wusste, dass der Mann mit dem gelben Hut sich irrte. Er hatte genau drei Felder gezählt. Das habe ich dir doch schon erklärt, erinnerst du dich? Also pass auf, das Feld, auf dem du stehst, zählt nicht mit. Du darfst erst beim nächsten anfangen zu zählen. Eins, zwei, drei. Siehst du? Stell es dir einmal so vor. Du würfelst immer eine Eins, aber du setzt nie aufs nächste Feld. Dann würdest du die ganze Zeit auf dem ersten Feld stehen bleiben. Coco war nicht wirklich überzeugt. Was, wenn der Mann mit dem gelben Hut nur versuchte, ihn gewinnen zu lassen? Oh nein, Appetito, warte, mein Lieber, so warte doch! Ach, Herr Jemine, mein armer Pechvogel! Es ist schrecklich, es ist einfach eine Katastrophe! Was ist passiert, Nettie? Chefkoch Appetito will gleich ein Produkt vorstellen. Alle Achtung! Dafür ist er zu einem Treffen mit wichtiger Kundschaft, aber... Er hat seine Torte vergessen. Ohne sie kann seine Präsentation nicht stattfinden. Oh, warum ist er immer nur so vergesslich? Ich würde ihm die Torte ja bringen, aber irgendjemand muss doch das Restaurant im Auge behalten. Oh, was soll ich nur tun? Coco könnte die Lieferung übernehmen. Das wäre so einfach wie, naja, Torte zu essen. Oh, ti ringrazio, Coco. Du bist ein Engel. Das war er sicherlich, wenn Engel klein wären, ein braunes Fell hätten und ihre Füße als Hände gebrauchten. Oh, bitte sei vorsichtig. Die Torte muss picobello sein und sie darf nicht später als 3.30 Uhr eintreffen. Hör zu, ich sage dir, wie du dorthin kommst. Zuerst nimmst du den Bus Nummer 3, dann fährst du 3 Stationen und steigst aus. Achtung! Ich weiß nicht, wie man mit diesen Dingern anhält. Entschuldige, Coco. Thank you.
Koko wusste, wo die Torte hingebracht werden musste. Er hoffte nur, dass er sie heil dorthin schaffen könnte. Koko, hast du schon deine Spielsachen? Eingeräumt? Großartig, das ging aber schnell. Na ja, wenn du deine 1000 Sachen nicht mehr verstauen kannst, solltest du wohl besser ein paar verschenken, um Platz zu schaffen. Hey, ich habe eine Idee. Holen wir uns doch Obstkisten, die kann man gebrauchen, wenn man Ordnung machen will. Koko war nicht sicher, dass die Obstkisten helfen würden. Aber es gefiel ihm, dass sie nach Äpfeln rochen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Stopp! Weiter so, mein Sohn. Du hast deinen persönlichen Rekord um 2 Sekunden verbessert. Aber Koko wird beim Wettkampf wohl kaum als Ware zählen. Entschuldige, ich habe einfach alles eingepackt, was auf dem Tisch lag. Ich trainiere für die Endausscheidung der Tütenpack-Olympiade am Samstag. Wenn er so in Form bleibt, könnten wir endlich Primamarkt schlagen. Sie haben 3 Jahre hintereinander gewonnen. Für sein Spielzeug könntest du Koko zeigen, wie man ordentlich einpackt. Na klar, ich kann dir zeigen, wie das geht, Koko. Und du könntest mir helfen, indem du meine Zeit mit der Stoppuhr misst. Wenn du hier drückst, zählt sie die Sekunden. Drückst du noch einmal drauf, hält sie an. Und den drückst du, um sie wieder zurückzustellen. Okay, sei ein braver kleiner Affe und pass gut auf. Koko war sich ganz sicher, dass all diese Dinge nicht in eine Tüte passen würden. Oh, die Uhr läuft, ich weiß. Oh, ich hasse Schinken in Dosen. Obwohl er gut schmeckt, sind die Dosen der Albtraum jedes Einpackers. Was für eine seltsame Form. Sie ist kurz und lang und rund und flach. Sie ist die Bestie unter den Fleischkonserven. Schinken in Dosen sollte echt deine letzte Sorge sein. Hallo, Rodney. Ich habe eine neue Technik, Fleischkonserven einzupacken. Davon wird dir schwindlig im Kopf. Willst du sehen, was Schnelligkeit ist? Komm, Koko. Ich werde lieber von hier aus zusehen, sonst hält man mich noch für einen Angestellten von eurem Pifki-Laden. Eine üble Verstauchung, aber in einer Woche ist alles wieder vergessen. Aber am Wochenende ist der Wettkampf. So ein Jammer. Ich hatte mich schon so darauf gefreut, dich zu besiegen. Wieso bist du in die Praxis gekommen? Die Konkurrenz liegt mir eben am Herzen, aber es sieht so aus, als hätte ich gar keine. Es gibt noch einen Einpacker, der dich besiegen könnte, selbst wenn man ihm 3 Hände auf dem Rücken zusammenbindet. Was? Etwa der Affe? Koko hat bei uns im Laden gearbeitet. Also kann er auch für uns beim Wettkampf antreten. Naja, ich... Na, wenn ihr meint... Du wirst üben müssen. Aber ich werde dir alles beibringen. Machst du mit? Ha 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 ha!
Coco glaubte, dass sein liebstes Obst und Gemüse vom Supermarkt kommen würde. Ich hatte gerade überlegt, ob ich eine Gemüsesuppe kochen soll. Aber das hat mich dann auf Appetitos frische Gemüsesuppe gebracht. Und seine Spinat-Ravioli. Denkst du, was ich gerade denke? Minestrone mit extra viel Karotten und Spinat-Ravioli für zwei. Betty, halt! Nimm Ihre Bestellung nicht entgegen! Stimmt etwas nicht, Chefkoch Appetito? Ob etwas nicht stimmt, oh ja. Ich kann zurzeit weder Karotte noch Spinat anbieten. Ich, Appetito, habe nicht genug von meinem Gemüse geerntet. Wie wär's, mein Lieber, wenn du einfach irgendwo welches kaufen würdest? Aber ich möchte sie nicht warten lassen. Keine Sorge, auf ihr frisches Gemüse würden wir die ganze Nacht warten. Aha. Naja, darum sind wir hier. Stimmt's? Hilfst du mir etwas Gemüse zu ernten oben auf dem Dach, Coco? Na komm, komm. Hatte er Dach gesagt? Holte man das Gemüse nicht in einem Supermarkt? Andere Gemüse wachsen auf Feldern weit, weit weg und reisen dann zu einem Geschäft, wo sie herumliegen, bis du sie kaufst. Aber mein Lieblingsgemüse wächst hier. Er kommt in meine Küche und landet am selben Tag in deinem Bauch. Coco konnte hier nirgends Karotten entdecken. Karotten kommen aus der Erde. Unkraut. Unkraut, ja, Monster Rosso, Unkraut ist böse, es wird mich ruinieren. Sieh nur, Coco, dieses Unkraut saugt das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden, die mein Gemüse so dringend zum Wachsen braucht. Wenn mein Gemüse nicht wachsen kann, ist mein Essen nicht appetitofrisch. Und wenn es das nicht ist, werde ich den Laden schließen. Ja, ich werde mein Restaurant schließen, bevor ich zulasse, dass irgendjemand denkt, dass Appetitos Essen nicht das Beste ist, was er je gegessen hat. Ich muss dieses Unkraut ausreißen, aber nachdem ich den ganzen Tag so hart gearbeitet habe, bin ich zu müde, um das auch noch alles zu schaffen. Coco konnte nicht aufhören, über Appetitos Problem nachzudenken. Nachdem er den ganzen Tag schwer gearbeitet hatte, war er zu müde, um seine Arbeit fertigzustellen. Ich hab mir schon gedacht, dass du nicht zuhörst. Ich fang noch mal an. Der Schuster und die Heinzelmännchen. Es war einmal ein Schuster, der, nachdem er den ganzen Tag schwer gearbeitet hatte, zu müde war, um seine Arbeit fertigzustellen. Für die letzten Schuhe bin ich einfach zu müde, dachte er. Aber wenn ich es nicht schaffe, werden meine Kunden nur einen Schuh haben und zu einem anderen Schuhmacher laufen. Trotzdem, er konnte nicht mehr wach bleiben. Und während er schlief, geschah etwas Seltsames. Es kamen kleine Heinzelmännchen und erledigten die Arbeit für ihn. Als der Schuster erwachte, wusste er nicht, wie die Schuhe fertig geworden waren. Coco überlegte, ob auch ein kleiner Affe ein Heinzelmännchen für einen Chefkoch sein könnte. Als allererstes machte sich Coco am nächsten Morgen daran, in geheimer Heinzelmännchen-Mission Unkraut zu jäten. Coco buddelte jedes hässliche grüne Ding aus, das er sah. Es waren drei Säcke voll. Hallo, Coccolino! Möchtest du mir helfen, das frische Gemüse für das heutige Essen zu holen? Jetzt kam der Moment, wo Heinzelmännchen Coco sehen konnte, wie glücklich er den Koch gemacht hatte. Ich bin ruiniert! Das ist alles fort. Das Unkraut und mein ganzes Gemüse. Was soll ich nur kochen? Es sah aus wie der perfekte Tag für eine lange Wanderung im Naturschutzgebiet.
Na, wohin des Wegs? Zum Aussichtshügel. Ich muss 5 Bilder für meinen Kunstkurs zeichnen. Und ich muss meine Sammlung sommergrüner Blätter vervollständigen. Ich verstehe. Ein Sammelalbum für einzelne Blätter. Eins hätte ich schon mal geschafft. Oh, heute wird ein großartiger Tag werden. Der Karte nach führt der Weg dort entlang. In Ordnung. Coco? Es gibt Tage, an denen wollen selbst die neugierigsten Affen einfach nur dasitzen und malen. Komm, gehen wir! Ich verspreche dir, dass du Wandern aufregend finden wirst. Ich wünsche fröhliches und sicheres Wandern! Da wir gerade von Sicherheit sprechen, Sie haben doch Essen, Streichhölzer, Erste-Hilfe-Kasten und ein Seil dabei, oder? Alles da drin. Gut, ich habe die Karte. Jeder von uns hat Wasser und eine Pfeife für den Fall, dass wir Alarm schlagen müssen. Großartig. Eine Weißbirke. Können wir hier einen Moment bleiben? Natürlich. Ich hätte gleich mein zweites Motiv. Wie konnte sich jemand nur derartig über Bäume freuen? Fertig. Du auch? Gehen wir weiter? Ja. Coco! Wanderer nehmen alles wieder mit, was sie mitgebracht haben, oder sie werfen es in einen Abfalleimer. Wir gehen nach da. Gut. Cool. Coco. Sieh mal hier. Da war eben ein Biber, direkt hier. Du hast ihn gerade verpasst. Das könnte doch auch ein nettes Bild werden. Einen Biber zu sehen, könnte aufregend sein. Dieser Biber konnte ja schließlich nicht für immer unter Wasser bleiben. Fertig! Hast du noch Biber gesehen? Sie müssen in ihrer Burg sein. Diese Erhebung da ist ihr Haus. Aber der Eingang liegt unter Wasser. Tut mir leid, Coco. Wir wollen weitergehen. Wandern musste ein anderes Wort für Enttäuschung sein. Coco! Nach rechts. Bill fand seltene Blätter. Der Mann mit dem gelben Hut zeichnete. Aber Coco sah nichts, was er nicht auch zu Hause hätte sehen können. Eine Aussicht. Wir sind am Ziel. Hier bleiben wir ein Weilchen und wandern dann zurück. Das hatte er völlig vergessen. Sie würden den ganzen Weg wieder zurückgehen müssen. An warmen Abenden vor dem Schlafengehen streute Coco immer Futter in das Vogelhäuschen. Zeit fürs Bett, Coco. Auf diese Art wurde er am nächsten Morgen vom Gesang glücklicher Vögel geweckt.
Leer? So schnell fraßen die Vögel die Körner sonst nie. Vielleicht hatte ein großer Vogel alles auf einmal heruntergeschluckt. Nein, das wäre Coco aufgefallen, denn es würden überall riesige Federn herumliegen. Hallo, Coco. Hm? Was guckst du dir da an? Oh, Spuren von einem Baby-Opossum. Das ist eine Beutelrattenart. Man sieht sie selten, weil sie nachtaktiv sind. Nachtaktive Tiere sind nachts munter, während der Rest von uns schläft und im Dorf alles still ist. Ich muss etwas erledigen. Wir sehen uns. Ein Opossum? Coco fragte sich, wie ein Opossum wohl aussehe. Also beschloss er, sich in der folgenden Nacht auf die Lauer zu legen. Da er vielleicht Hunger bekommen könnte, falls es lange dauerte, machte er sich ein Thunfisch-Bananen-Sandwich. Und dann wartete er. Nur das Radio leistete ihm Gesellschaft. Sind Sie bereit, die Legende vom Seeungeheuer vom dunklen See zu hören? Nun, es wird erzählt, dass es immer am ersten Vollmond des Sommers den See verlässt und an Land kommt. Und genau das passiert heute Nacht. War das ein Opossum? Und wenn es eines war, ging es ihm gut? Appetit hatte es jedenfalls. Seine Spuren passten zu den anderen. Also war es ein Opossum. Jetzt, da Coco eines gesehen hatte, konnte er ins Bett gehen. Coco sagte ihm, dass es nach Hause gehen sollte, aber es ging nicht. Vielleicht hatte sich das Baby-Opossum verirrt und brauchte Hilfe, um seine Familie wiederzufinden. Coco hatte keine Ahnung, wo die Opossum-Familie wohnen könnte. Die Opossums fraßen Vogelfutter. Vielleicht wohnten sie bei den Vögeln im Nest? Seien Sie also nicht überrascht, wenn Sie seltsame Geräusche hören oder ein Geschöpf mit einem Fischkopf durch die Stadt wandern sehen. Ja, alles klar. Es ist das Seeungeheuer! Coco entschied, dass Opossums und Vögel wahrscheinlich nicht zusammenwohnen. Das Seeungeheuer war hier, Herr Quint. Es wollte in mein Fenster steigen. Coco dachte, er würde alle Tiere auf der Rankins Farm kennen, aber vielleicht kannte er nur die tagaktiven Tiere. So einen Vogel hatte Coco ja noch nie gesehen. Das musste auch ein Nachttier sein. Hier wohnte die Familie des Opossums bestimmt nicht. Es war viel zu laut. Der Frühling war gekommen. Ein perfekter Tag für Coco, einen neuen Schlag-den-Ball-Rekord aufzustellen. Coco! Zeit, nach oben zu kommen! Nun mach schon! Du musst ins Bett! Aha, ich weiß, was du meinst. Du denkst, weil die Sonne draußen ist, solltest du auch draußen sein. Nun, Coco... Im Winter sind die Tage kurz. Daher ist es schon dunkel, wenn du zu Abend isst und dunkel, wenn du ins Bett gehst.
Aber jetzt im Frühling werden die Tage länger. Es ist noch hell, wenn du zu Abend isst und hell, wenn du ins Bett gehst. Halb acht heißt, es ist Schlafenszeit, ganz egal, wie hell es draußen ist. Ich weiß ja. Es war schwer einzuschlafen, wenn die Sonne schien. Schäfchen zu zählen schien eine gute Idee zu sein. Aber selbst die Schäfchen spielten noch draußen herum und genossen den Sonnenschein. Es war nicht fair, einen Affen ins Bett zu schicken, sodass er all das versäumt. Coco schlief erst ein, als die Sonne untergegangen war. Hinein mit dir. Hallo, guten Morgen, Coco. Ich habe neue Batterien eingelegt, deswegen muss ich die Zeit neu stellen. Schau jetzt mal genau hin. Ich kann die Zeit vorwärts stellen, so. Oder aber auch zurück. Das geht so. Der kleine Zeiger zeigt auf die Stunde. Acht. Und der große Zeiger sagt dir, wie lange es noch bis zur nächsten Stunde dauert. Acht Uhr dreißig. Auf halbem Weg zu 9 Uhr. Mein Wecker und meine Armbanduhr sind beim Uhrmacher, also wird Olga dafür sorgen, dass wir pünktlich sind. Und dass wir pünktlich ins Bett gehen. Wissen Sie, ich würde Coco gern mit irgendetwas überraschen. Er war in letzter Zeit so brav, lag immer pünktlich im Bett. Wie wär's mit einer Fahrt im Luftschiff? Es ist diese Woche in der Stadt und ich kenne den Besitzer, Herrn Eiliger. Coco würde sehr gern mal mit einem Luftschiff fahren. Na, das wäre doch was. Herr Eiliger wird morgen früh um 9:30 hier sein. Dann können Sie einen Termin mit ihm ausmachen. Aber seien Sie pünktlich. Herr Eiliger ist meistens in großer Eile. Coco, Schlafenszeit. Tut mir leid, Coco, aber es ist jetzt genau 7:30. Wenn es 7:30 wäre, könntest du noch spielen. Aber ist es nicht. 7:30? Coco hatte doch gerade erst gelernt, wie man die Zeit umstellt. Also, dein Bett wartet auf dich. Oh, es ist ja erst... Ich hab gedacht... Entschuldige, aber du kannst noch eine Stunde spielen. Oh nein, wir dürfen nicht zu spät kommen. Was ist passiert? Naja, sie hatten keine Donuts mit Gelee mehr, also habe ich... Sie kommen zu spät. Aber das ist doch nicht möglich, ich... Der Mann mit dem gelben Hut war froh, dass er einen Freund wie Coco hatte, der ihm half, seine Sachen zu tragen. Denn er brauchte seine beiden Hände dringend für etwas anderes. Und das wurde von Tag zu Tag schlimmer. Da sind Sie ja. Aber wo haben Sie den ausgearbeiteten Stiftungsbericht? Vielen Dank, Coco. Ja, sehr gut. Gut. Ich
Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ich bin kein Wissenschaftler. Tut mir leid. Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu sehen, dass Sie eine Grippe haben. Sorge dafür, dass er ins Bett kommt und jede Menge Ruhe hat, versprochen? Warte einen Moment, Coco. Sie müssen erst noch meinen Bericht lesen. Gehen Sie nach Hause. Wir rufen an, falls irgendetwas geändert werden muss. Der Mann mit dem gelben Hut kümmerte sich immer um Coco. Jetzt war Coco an der Reihe, sich um ihn zu kümmern. Nein, nein, Coco, ich will nicht ins Bett gehen. Ich muss erst noch diese Briefe abschicken, das ist... Okay, du gewinnst. Morgen früh werde ich mich sicher wie neu geboren fühlen. Hier spricht Pizza. Oh, wir haben den Bericht gelesen. Sie müssten allerdings ein paar Änderungen vornehmen. Oh, Ihre Erkältung klingt ja jetzt noch viel schlimmer. Strengen Sie Ihre Stimme nicht an. Hören Sie einfach zu. Vertauschen Sie Kapitel 2 und 7, setzen Sie 5 vor 3, drehen Sie jede Tabelle um und markieren Sie das, was blau ist, orange. In Ordnung? Das muss heute noch fertig werden. Trinken Sie viel Wasser und Fruchtsaft. Das hilft Ihnen, die Erkältung zu besiegen. Wenn der Mann mit dem gelben Hut also viel Saft und Wasser trinken soll, würde Coco ihm doppelt so viel davon bringen, damit er schneller gesund würde. Wer war das eben am Telefon, Coco? Ah, viel Flüssigkeit zu sich nehmen ist gut bei einer Erkältung. Du bist wirklich ein schlaues kleines Äffchen. Coco war glücklich, dass er alles getan hatte, um dem Mann mit dem gelben Hut zu helfen, wieder gesund zu werden. Als mein Gehirn so stark schmerzte, hieß es, es wäre hoffnungslos. Aber jetzt bin ich fast wieder gesund und das habe ich Ihnen zu verdanken, Dr. Schnippli. Bedanken Sie sich nicht bei mir. Dass es Ihnen so gut geht, liegt an der liebevollen Pflege, die Sie hier bei uns im Sonnenschein-Krankenhaus genießen. Wenn Coco den Mann mit dem gelben Hut genauso pflegen würde wie die im Krankenhaus, würde der schnell wieder gesund werden. Das Sonnenschein-Krankenhaus geht gleich nach den Nachrichten weiter. Oh nein, ich habe so tief geschlafen, dass ich ganz vergessen hatte, dass ich krank bin und habe... Was? Wo? Einen Moment dachte ich, ich wäre im Krankenhaus. Weißt du, Coco, wenn du mir wirklich helfen willst, dann geh zur Apotheke und hol mir diesen Erkältungssaft hier. Ach ja, und schick bitte die Briefe ab. Okay. Es war ein herrlicher Tag, um einen perfekten Golfschlag zu üben. Und zum Pech für Hopsi, das Eichhörnchen, war es genau das, was Coco und Bill taten. Du bist dran, Coco. Möchtest du einen kleinen Trick lernen, Coco? Wenn du den Schläger nicht so weit unten anfasst, kannst du den Ball echt weit fliegen lassen. Je mehr von dem Schläger zwischen dir und dem Ball ist,
desto weiter fliegt der Ball, wenn du ihn schlägst. Versuch es mal. Echt guter Schlag, Coco. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber man nennt es Hebelwirkung. Sie macht dich stärker, als du eigentlich bist. Übe noch ein bisschen. Üben ist sehr wichtig, wenn du ein guter Golfer werden willst. Es gibt viele Gelegenheiten, seinen Schlag zu üben. Das war perfekt. Als der Mann mit dem gelben Hut Coco erzählte, dass sie nach Schottland fahren würden, um Onkel Tim beim Umzug zu helfen, konnten es Coco und sein Schläger gar nicht erwarten, abzureisen. Aber der Schläger sollte zu Hause bleiben. Glaub mir, Coco, nach Schottland muss niemand einen Golfschläger mitnehmen. Willkommen in Schottland! Kein Wunder, dass er keinen Golfschläger mitbringen musste. Es sah so aus, als ob der Onkel ein eigenes Golfgeschäft besitzen würde. Und dazu noch einen eigenen Golfplatz. Und außerdem ein altes, riesiges Schloss. Wieso schlägst du nicht ein paar Bälle ab, während mein netter Neffe und ich für den Umzug packen? Ach ja, und hab ein Auge auf das diebische Eichhörnchen. Es ist ständig hinter meinen Golfbällen her. Coco hatte keine Zeit zu verlieren. Es war Stunden her, seit er das letzte Mal geübt hatte. Bill hatte Coco gewarnt, dass ein Golfer vorsichtig sein musste. Der Ball konnte im Sand landen oder ins Wasser fallen. Oder von einem Eichhörnchen gestohlen werden. Und dann fiel ihm etwas ein. Das ist etwas, das man Hebelwirkung nennt. Sie macht dich stärker. Wenn man durch die Hebelwirkung einen Ball härter schlagen konnte, ließ sich damit vielleicht auch ein Fenster hochschieben. Onkel Tim, wieso ziehst du aus diesem herrlichen Schloss aus? Ein Abkommen verlangt, dass der Schlossbesitzer jedes Jahr die Besitzurkunde vorlegen oder die Steuerrückstände zahlen muss. Und ich kann die Besitzurkunde nicht finden. Oh. Benny und Winnie waren Kokos liebste Mäuse auf der ganzen Welt. Und Bruno war die einzige Schlange, die er kannte. Als der Zobel ihn also bat, einen Tag lang auf seine Haustiere aufzupassen, war Coco begeistert. Danke, dass du mir so kurzfristig helfen kannst, Coco. Ich muss von morgens bis abends im Zoo sein, um Füße zu studieren für mein neues Gemälde. Elefant, wie mächtig sind deine Fußabdrücke? Also Bruno hat bereits ein Ei gefressen. Deswegen wird er heute keinen Hunger mehr haben. Füttere ihn nicht. Die Mäuse müssen gefüttert werden, aber ich habe kein Futter mehr. In der Tierhandlung wissen sie Bescheid, dass du vorbeikommst, um Futter zu holen. Coco war entschlossen, der beste Haustierhüter zu sein, den es je gegeben hat.
Also setzte er sich hin. Bis heute Abend und nochmal vielen Dank. Coco, ich muss mit dem Parkdirektor über die geplante Kulturwoche sprechen. Wirst du allein zurechtkommen? Sei ein braver kleiner Haustierhüteraffe. Ein guter Hüter sorgt dafür, dass sich die ihm Anvertrauten wie zu Hause fühlen. Da die Jungs zusammen wohnten, waren sie es wahrscheinlich gewohnt, enger zusammen zu sein. Es sah nicht gerade aus, als ob sie das glücklich macht. Natürlich waren sie nicht glücklich. Sie hatten Hunger. Zeit, ihnen Futter zu holen. Da, bitteschön. Hier hast du eine Tüte Mäuseleckereien für Benny und Willi Zobel. Entschuldigen Sie, muss ich einer Schlange lange, dünne Sachen zu essen geben? Nein, Schlangen fressen Fische, Insekten, Spinnen, Mäuse. Ja, Mäuse. Und auch Regenwürmer, Schnecken und Eier. Und sie fressen nur einmal in der Woche, manchmal sogar nur einmal im Monat. Kein Wunder, dass Benny und Willi nicht in Brunos Nähe sein wollten. Du hast dein Mäusefutter vergessen. Zobel hier. Coco, ich habe dir gar nicht erzählt, dass Bruno sich demnächst häuten wird. Er wirft seine Haut nur dreimal im Jahr ab. Also sieh es dir an, das ist sehr interessant. Tut mir leid, ich habe keine Erdnüsse mehr. Coco versprach den Mäusen, dass sie die ganze Zeit in Sicherheit sein würden. Als er zu Bruno ging, um sich zu vergewissern, dass er sich an seinem neuen Platz am Fenster auch wohlfühlte, fiel ihm auf, dass Bruno sich verändert hatte. Was war nur mit ihm passiert? Die Besitzerin der Tierhandlung wusste alles über Schlangen. Coco konnte Bruno zu ihr bringen und sie fragen. Bruno war wie jeder andere Schlange. Wenn er die warme Sonne sah, wollte er in ihr liegen. Die Sonne war warm, aber das Stadtleben war zu laut für eine Schlange. Er wollte ein ruhiges Plätzchen finden. Bist du deswegen zurückgekommen? Ah, wie ich sehe, hat sich Bruno gehäutet. Herr Zobel hat schon darauf gewartet. Wenn eine Schlange wächst, schlüpft sie aus ihrer alten Haut heraus. Hast du gedacht, das wäre Bruno? Ich wette, Bruno hat sich unter seinem Stein verkrochen. Da geht er immerhin, wenn er seine Haut abgeworfen hat. Coco war erleichtert, als er hörte, dass Bruno in seinem Terrarium in Sicherheit wäre. Bis ihm einfiel, dass er das Terrarium offen gelassen hatte. Bruno musste herausgekrochen sein. Bill und Coco waren während des gesamten Sommers fast jeden Tag angeln gegangen. Und der erste kühle Herbsttag würde sie nicht davon abhalten. Hey Coco, können wir los? Coco, zieh deine Jacke an, es ist kalt draußen. Du darfst nicht so viel herumzappeln, Coco. Du vertreibst sonst die Fische. Wer kann in einer kratzigen Jacke schon ruhig bleiben? So war es viel besser. Wenn auch ein bisschen kühl. Besser gesagt, richtig kalt. Weißt du was? Ich glaube, zum Angeln ist es jetzt zu kalt.
Dich stört die Jacke, die du anhast, stimmt's? Du trägst sie nicht gern. Zu schade, dass du nicht als Bär geboren worden bist. Bären gehen in der Kälte überhaupt nicht hinaus. Sie schlafen den ganzen Winter. Das nennt man Winterschlaf. Bären fressen einen Riesenhaufen Futter im Herbst und dann schlafen sie bis zum Frühling. Wenn er Winterschlaf machen würde, müsste er keine kratzige Jacke anziehen. Coco war bereit, ein Bär zu werden. Oh, du bist aber schnell wieder da. Ist es dir etwa zu kalt? Ich wette, du warst froh, dass du deine Jacke anhattest. Coco machte sich an die Arbeit, seinen Winterschlaf vorzubereiten. Er aß so viel, wie in seinen Bauch passte. Nicht einmal mehr eine Traube passte hinein. Es war Zeit für den Winterschlaf. Er hatte so viel gegessen, wie er konnte. Wieso fiel Coco nicht in den Winterschlaf? Wie machten die Bären das? Vielleicht strengte er sich nicht genug an. Natürlich konnte er nicht einschlafen. Er wusste ja, dass es Tag war. Dagegen konnte Coco etwas tun. Wenn er jetzt aus dem Fenster sah, würde es aussehen, als wäre es Schlafenszeit. Aber Sterne zu sehen reichte nicht aus. Das Zimmer war zu hell. So klappte es auch nicht. Wie machten die Bären das nur? Das musste Coco herausfinden. Es war unmöglich, am Schaufenster vom Spielzeuggeschäft vorbeizugehen, ohne stehen zu bleiben. Hey, was meinst du? Wollen wir mal kurz reinschauen? Hast du Lust? Knusprige Bananenriegel. Und denken Sie daran, nicht alle auf einmal essen, sonst gibt es wieder Bauchweh. Das passiert mir nicht, keine Sorge. Ich habe meine Lektion beim letzten Mal gelernt. Du erinnerst dich an unsere Abmachung? Wenn du dir Spielsachen kaufst, bezahlst du sie von deinem Taschengeld. Er hilft für 1 Euro pro Woche im Haushalt. Das Segelboot kostet 5 Euro, Coco. Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5 Cent. Tut mir leid, Coco, aber wenn du das Boot kaufen willst, brauchst du nicht 5, sondern 500 Cent. Alles klar. Also lass uns nach Hause gehen und deine restlichen Ersparnisse zählen. Coco, du suchst jetzt seit 15 Minuten. Hast du etwa überhaupt kein Geld gespart? Das ist alles?
verstehe. Hier bewahrst du es also auf. Du solltest dir für dein Taschengeld was Besseres einfallen lassen, Kumpel. Aber ich weiß genau das Richtige für dich. In deinem Alter habe ich mein Geld in so einem Sparschwein gespart. Na, Coco, wollen wir das Schweinchen mal füttern? Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht, neun, 10 Cent. Und aus deinem Ohr kommt noch ein 5-Cent-Stück hervor. Das ist ein kleines Extrageld für den Anfang. Jetzt hast du genau 15 Cent. Tja, in deinen Ohren wirst du keine 5 Cent mehr finden. Das war nur ein kleiner Zaubertrick von mir. Wollen wir mal rechnen. Wenn du deinen 1 Euro Taschengeld pro Woche sparst, dann wirst du das neue Boot in 1, 2, 3, 4, 5 Wochen haben. Oder früher, wenn du ein paar zusätzliche Arbeiten übernimmst. Die Idee gefiel Coco sehr. Also begann er sofort, zusätzliche Hausarbeiten zu erledigen. Coco? Wo steckst du? Ich dachte, du würdest vielleicht Staub wischen. Was? Prima. Ich glaube nicht, dass da oben schon mal jemand Staub gewischt hat. Danke. Ach so, deswegen hast du mir das gegeben. Danke, Coco. Oh ja, ich verstehe schon. Danke. Wiedersehen, Coco. Coco, ich kann dich nicht für Dinge bezahlen, die ich normalerweise selbst tue. Deswegen lasse ich dich auch nicht meine Zähne putzen. Hier hast du nochmal 20 Cent Vorschuss von deinem Taschengeld nächste Woche. 5, 10, 15, 20 Cent. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, du hast es geschafft. Gut, Coco, jetzt bist du dran. Du musst die 8 treffen. Wenn es dir gelingt, ist das neuer Rekord. Du bist bei Himmel und Hölle noch nie weiter als bis zur 7 gekommen. Coco, schon wieder nur bis zur 7. Du hast echt Pech. Coco war sicher, dass es genau das war, was er immer hatte. Er hatte Pech beim Eingießen. Und auch mit seinem Spielzeugboot. Coco fragte sich, ob sein Pech jemals aufhören würde. Zurzeit offensichtlich nicht. Schnell, Coco, gehen wir nach Hause, bevor wir völlig durchnässt sind. Wir kaufen dir einen Hut, damit du nicht zu nass wirst. Du möchtest den? Hä?
Coco, Chucky hat den Ball wiedergefunden. Hurra, hurra! Gehen wir nach Hause, bevor es nochmal anfängt. Hey, das nennt man Glück. Möchtest du dir etwas kaufen? Herzlichen Glückwunsch. Du bist unser millionster Kunde. Du hast gerade Einkaufen ohne zu bezahlen gewonnen. Aha. Du darfst alle Spielzeuge behalten, die du tragen kannst. In 10 Sekunden. Und los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, gute Wahl. Es ist wunderschön und super schnell, sogar in der Badewanne. Du darfst auch all die anderen Spielsachen, die du dir genommen hattest, behalten. Was für ein Glück. Erst hört der Regen auf, Chucky findet den Ball, du findest eine Münze und dann gewinnst du all das hier. Der Mann mit dem gelben Hut hatte recht. Aus Kokos Pech war Glück geworden. Und das hatte angefangen, als er seine neue Mütze aufgesetzt hatte. Das hier ist Extremhimmel und Hölle. Glaubt ihr, ihr packt das? Ja! Dann versuch du es zuerst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13? Coco hatte noch nie weiter als bis 12 gezählt. Wie sah eine 13 aus? Natürlich. Eins kommt vor zwei und zwei kommt vor drei. Dreizehn, 14, 15, 16. 7, 6. Coco spielte das beste Spiel, das er je gespielt hatte. 2, 1. Dann kam der Moment, in dem er ins Kästchen Nummer 8 werfen musste. Oh oh, an dieser Stelle hat er jedes Mal Pech. Psst, gib ihm eine Chance. Wenn es je einen Moment gegeben hatte, in dem Coco seine Glückskappe brauchte, dann war es jetzt. Die Renkins Farm war wie ein Spielplatz für einen kleinen Affen. Da gab es Kühe, Hühner und den kleinen Mike, Kokos liebstes Schwein. Wow! Vielleicht wirst du ja, wenn du groß bist, Schweinedompteur, Coco. Was? Er soll dir die Hand schütteln? Na ja, daran musst du wohl noch ein bisschen arbeiten. Wir haben großartige Neuigkeiten. Oskar hat es tatsächlich in die Endrunde des Schönheitswettbewerbs für Schweine geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Oskar. Und jetzt fahren die beiden zur Landwirtschaftsmesse, um sich den ersten Preis zu holen, aber leider ohne mich. Oh, tut mir leid, Liebling, aber wer würde morgen früh die viele Arbeit erledigen? Wir sind erst gegen Mittag zurück. Ich würde mich ja freiwillig melden, aber ich habe so etwas noch nie gemacht. Oh, das ist nicht schwer. Sie und Coco könnten das schaffen. Ein Tag, ein Kinderspiel. Sie müssen nur die Schweine füttern, die Eier von den Hühnern einsammeln und die Kühe melken. Fertig. Je, ich weiß nicht. Meinst du wirklich, Coco? Ein Bauer muss hart arbeiten und außerdem bei Sonnenaufgang aufstehen.
Es würde Oscar so viel bedeuten, seinen guten alten Freund dabei zu haben, der ihn anfeuert. Tja, einverstanden. Oh, Sie werden Ihren Spaß haben. Denken Sie daran. Melken Sie Leslie von der Seite, nicht von hinten, sonst wird sie vielleicht nervös und schlägt aus. Und so zieht man am Euter. Nun, Coco, in diesen Eimer passen genau 4 Liter. Wenn er voll ist, dann füllst du... Dann füllst du davon 4 Flaschen zu je einem Liter ab. 4 Flaschen zu je einem Liter. Verstanden, Coco? Wir haben 8 Hühner und 6 Küken. 8 und 6. Vergesst nicht, die Küken immer wieder zu zählen. Die kleinen Racker reißen gern aus. Das ist unser einziger Hahn. Bei dem weiß man immer, wo er ist. Ihr sammelt die Eier aus dem Hühnerhaus und legt sie hier hinein. In jede Packung passen 1 Dutzend. 1 Dutzend Eier, Coco, sind 12. 10 plus 2. Viel Spaß. Und denk dran, Coco, nicht verschlafen. Affe schläft. Bäcker ist auf 5 gestellt. Weckfunktion an. Ich hoffe nur, dass ich Coco so früh wach kriege. Coco war viel zu aufgeregt, um länger zu schlafen. Er wollte wissen, ob es schon soweit wäre, anzufangen. Noch 15 Minuten. Er beschloss, ihn schlafen zu lassen und schaltete den Wecker aus. Geräusche können geheimnisvoll sein. Besonders, wenn sie dich aus dem tiefen Schlaf wecken. Das Rätsel war gelöst. Das Geräusch machte der Mann mit dem gelben Hut beim Graben. Für Coco gab es nichts Schöneres, als den Tag mit Eimer und Schippe zu beginnen. Guten Morgen, Coco. Willst du mir helfen? Warum wir graben? Ha, nun, das werde ich dir nicht verraten. Es ist eine Überraschung. Ahoi miteinander! Wie ich sehe, habt ihr schon ohne mich angefangen. Ah, guten Morgen, Herr Quint. Coco wird uns auch beim Graben helfen. Das ist großartig, aber ich habe eine bessere Schaufel für dich. Ja, das ist die perfekte Größe für einen kleinen Affen. Ich habe meine gute alte Schubkarre und ein paar Eimer mitgebracht, damit wir die Erde fortschaffen können. Und es wird eine Menge Erde sein, denn das Loch soll sehr tief werden. Wofür brauchten Sie ein sehr tiefes Loch? Komm her, Coco, wir müssen noch unsere Helme aufsetzen. Sie sind zu unserem Schutz da. Niemand gräbt ohne einen Helm ein tiefes Loch. Verstanden? Ja, ganz richtig. Natürlich muss er auch einen aufsetzen. Klar. Danke, Coco. Ah.
Es wird immer schwerer werden, die Erde nach oben zu schaufeln. Ich habe mir die Leiter von meinem Bruder Flint geborgt. Großartig, aber wo ist sie? Ups. Ich habe sie im Auto vergessen und dann werde ich sie eben holen. Also ganz ruhig, wir schaffen das. Sie machen eine Räuberleiter, halten Sie die Hände so. Nein, nicht, warten Sie, ich muss jetzt irgendeinen Halt finden. Oh nein, ich kann sie nicht halten. Mein Glücksschwimmer. Puh, danke. Noch besser, Sie steigen einfach auf meinen Rücken. Ups, einen Augenblick. Oder Coco holt sie uns. Das ist doch nicht zu schwer für dich, was, Kumpel? Großartig. Danke, Coco. Ich glaube, das Loch ist jetzt tief genug. Tief genug wofür?